Bericht aus Berlin extra. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um eure Fragen an, in diesem Fall Katja Kipping, die Berliner Sozialsenatorin. Und wir, Frau Kipping, wollen heute über Energiepreise sprechen, über die Gaspreisbremse, wie und was man für arme Menschen tun kann. All das werden wir in den nächsten Minuten klären mit euren Fragen, die ihr jetzt noch posten könnt, kommen direkt bei mir auf dem iPad an und werden dann an Frau Kipping weitergeleitet. Ja, und Frau Kipping, das Wort der Woche, wir haben es hier groß auf der Leinwand stehen, ist der Doppelwumms. Die Ampel hat sich bewegt, die Kritik war vorher groß. Nun wissen wir, die Gasumlage ist Geschichte. Wäre ja schon am 1. Oktober, hätte sie schon gelten sollen, die kommt nicht. Da, stattdessen soll es eine Gas- und Strompreisbremse geben. Viel mehr wissen wir allerdings noch nicht. Ist also es zu früh für Entwarnung aus Ihrer Perspektive oder können wir heute schon aufatmen? Ich bin erst mal sehr, sehr froh, dass die Gasumlage weg ist. Das hätte gar nicht erst ins Gespräch kommen dürfen, weil das hat so viel Verunsicherung gestiftet. Nicht nur bei Privathaushalten, sondern auch bei sozialen Trägern, Wohnungslosenunterkünften etc. Wie genau, ob das jetzt eine Bremse wird, die vielleicht so zahnlos ist wie die Mietpreisbremse oder ob es ein wirklicher Deckel wird, ist noch unsicher. Was ich bisher weiß, am Dienstag soll wohl beschlossen werden, dass eine gewisse Menge, also dass ja auch nur der Preis für eine gewisse Menge Gasverbrauch gedeckelt werden soll. Und das Ganze wird dann finanziert über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und da kann man nur hoffen, dass der Deckel auch wirklich hält, was der Name verspricht. Aber 200 Milliarden, so viel ist ja schon bekannt, sollen dafür verwendet werden. Das wird doch mal ein bisschen reichen, oder? Na, die Frage ist ja immer, wo kommt das an, die 200 Milliarden? Ach, es soll ja die Strompreisbremse gegenfinanziert werden, der Gaspreisdeckel und es soll noch Wirtschaftshilfen geben. Und ich würde sagen, damit das Ganze auch nicht nach Prinzip Gießkanne funktioniert, muss das unbedingt kombiniert werden mit einer Übergewinnsteuer. Weil nur die Übergewinnsteuer stellt sicher, dass am Ende hier nicht Steuergelder in die Hand genommen werden und das am Ende allein einigen wenigen Unternehmen zugutekommt, sondern das braucht schon eine Kombination Umverteilung und Marktregulierung. Aber das ist ja auch der Plan, dass man die Stromkonzerne, die im Moment sehr gut verdienen, dann über eine europäische Regelung des Strommarktes dann beteiligt. Genau, aber was Experten sagen, die auch Studien erstellt haben zur Übergewinnsteuer, es gibt ja ein Rückwirkungsverbot bei der Steuer. Das heißt, die muss noch in diesem Jahr verabschiedet werden, damit auch die Übergewinne oder wie es andere nennen, die Zufallsgewinne, das ist mir egal, wie man das nennt, aber die Gewinne, die dieses Jahr anfallen, damit die noch besteuert werden können, muss die Gesetzgebung noch dieses Jahr stattfinden. Frau Kipping, sprechen wir mal über Kommunikation. Sie sind ja selbst in der Regierung hier in Berlin, sind selbst Profipolitikerin. Was der Kanzler da gemacht hat mit dem Doppelwumms, das war ja der Versuch, quasi ein ganz starkes Zeichen zu setzen, ein Zeichen der Beruhigung. Und am nächsten Tag haben wir dann aber von der Bundesregierung erfahren, vom Wirtschaftsminister, man soll da jetzt auch nicht zu viel erwarten. Das sei ja nur für eine gewisse Strom- und Gasmenge. Und wenn man nicht einsparen würde, dann würde das am Ende auch nicht reichen. Ist es sinnvoll, da so zweigliedrig zu kommunizieren und dann erst das quasi schon wieder einzusammeln, was man am Tag vorher verkündet hat? Nein, in dieser Situation braucht es klare Signale. Ich meine, Hashtag Doppelwumms kann man sagen, das ist erstmal ein Hingucker. Ja, das hat ja auch für einigen Traffic in den sozialen Medien gesorgt. Das kann man neidlos zugestehen. Aber wenn das gleich am nächsten Tag kassiert wird, hat das wieder, nimmt das gleichen Teil der Wirkung weg. Und ich will das nochmal. Eine Sorge ist ja auch, dass wir jetzt die wirtschaftliche Rezession sich verschärft. Weil wenn Menschen, wenn Menschen wissen würden, okay, mein Strompreis wird demnächst um 10% steigern. Die muss ich irgendwie zur Seite legen. Und wenn ich ganz arm bin oder mittleres Einkommen habe, wird das abgefedert. Damit könnte man umgehen. Aber wenn man nicht weiß, ob sich der Preis versiebenfacht oder wie es an der Strombörse gerade der Fall ist, verzwanzigfacht, gibt es eine Angstreaktion. Und die führt womöglich am Ende dazu, dass Menschen nicht mehr in die Kneipe gehen, nicht mehr die Brötchen beim Bäcker holen, nicht mehr ins Kino und Theater gehen. Und dann fehlen den Kinos und den Kneipen die Einnahmen und am Ende der öffentlichen Hand wieder Steuereinnahmen. Jetzt kommt die erste Frage von Coolio, die wollen wir gleich mal reinnehmen. Und er sagt, die Regierung schafft es ganz offensichtlich nicht, Bundesregierung ist da, glaube ich, gemeint, die Menschen vor Armut und Hunger zu schützen. Wie betroffen macht es Sie, Frau Kipping, dass beispielsweise die Tafel auf Spenden angewiesen ist, um die Würde einiger Menschen in Berlin zu wahren? Nee, das geht doch an Berlin. Also es ist
Es ist großartig, was Ehrenamtliche bei den Tafeln leisten. Es ist schlimm, dass es Tafeln braucht, um Menschen überhaupt sozusagen mit dem existenziell Notwendigen zu versorgen. Ich will noch mal sagen, es gab auch mal jemand, der hat gesagt, ja, für die Sozialpolitik sind doch die Bundesländer zuständig. Wir machen zwar in Berlin eine sehr couragierte Sozialpolitik, aber die Höhe der Renten, die Höhe der Sozialleistung, da ist natürlich der Bund dafür zuständig. Das könnten wir gar nicht. Selbst wenn wir jetzt in Berlin sagen würden, ich will, dass jeder Hartz-IV-Betroffene 250 Euro mehr bekommt, wenn wir da aus Berliner Landesgeld, die Mittel hätten wir gar nicht auf Landesebene. Aber wenn wir das wollten, würde das sofort 1:1 vom Bund angerechnet und die Betroffenen hätten eben nicht mehr Geld in der Tasche. Das heißt, Sozialleistungen werden vom Bund festgelegt. Was wir auf Landesebene aber machen, ist mit voller Energie, haben wir auch sehr darum gekämpft und da haben wir gemeinschaftlich kommuniziert als rot-grün-rote Landesregierung, dass wir die Zuwendungsempfänger, die sozialen Träger, dass wir die unterstützen wollen und nicht mit den gestiegenen Strompreisen und Gaspreisen im Regen stehen lassen wollen. Und dafür haben wir auch ein Berliner Entlastungspaket geschnürt. Sie können einiges an Maßnahmen selber machen. Beim anderen müssen Sie Druck machen beim Bund. Genau. Und das können Sie jetzt machen, auch hier machen. Denn am Dienstag gilt es ja, Entscheidungen zu treffen. Da treffen sich Bund und Länder zur Ministerpräsidentenkonferenz. Wo muss der Bund aus Ihrer Perspektive eine Schippe drauflegen? Wo ist eine Einigung noch weit entfernt? Wohngeld zum Beispiel ist ja, glaube ich, ein ganz strittiger Punkt. Na gut, das eine sind Verhandlungen zwischen Bund und Länder, wer welchen Anteil zahlt. Aber da wird Berlin hervorragend vertreten durch unsere regierende Bürgermeisterin und durch den Finanzsenator. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht über öffentlich die Verhandlungen führen, sondern die führen die und die führen die Vertreterinnen von Berlin sehr gut. Was aber in der Sache uns wichtig ist, und da haben wir uns auch alle im Berliner Senat drauf verständigt, es müsste eine weitere Auflage geben an alle Energieanbieter. Und zwar, dass soziale Träger, dass die als grundversorgungsberechtigt eingestuft werden, dass die nicht in einer Kategorie wie sonstige Endverbraucher eingestuft werden, sondern eher wie Privatkunden, weil dann haben sie einen niedrigeren Tarif. Also wir haben eine absurde Situation in Berlin beispielsweise, da ist jemand, der bietet Unterkünfte für Wohnungslose, Obdachlose an. Also da wohnen Menschen, aber der ist in einen höheren Tarif reingekommen und das bedeutet dann gleich eine Vervielfachung der Gasrechnung und führt dazu, dass die kurz davor stehen, schließen zu müssen. Natürlich haben wir gesagt, wir unterstützen als Land Berlin, aber wenn sich der Gaspreis irgendwann vor 7-facht, wird es immer schwieriger, dann noch zu helfen. Was mich interessieren würde, es soll ja jetzt ein Moratorium geben, dass eben diejenigen, die möglicherweise eine Strompreisrechnung nicht bezahlen können, dann eben trotzdem nicht den Strom abgestellt bekommen. Das ist aber gerade in Berlin in den letzten Jahren für viele immer schon zur Wahrheit geworden. Denn da hat Vattenfall zum Beispiel, der städtische Großversorger, vielen auch armen Menschen abgestellt. Ist das für Sie also jetzt eine andere Lage und warum haben Sie sich darum nicht früher schon gekümmert? Wir haben uns immer um dieses Thema gekümmert, auch gesagt, in dem Moment, wo zum Beispiel eine Sperrung droht oder wenn eine Wohnungskündigung droht, dass die sozialen Wohndienste zu informieren sind. Aber ich habe das extra noch mal geprüft, als ich kurz bevor ich Sozialsenatorin wurde, ob wir auf Landesebene da irgendeine Gesetzeskompetenz haben. Aber das Moratorium, das Verbot von Strom- und Gassperren, das darf nur der Bund aussprechen. Was haben wir aber auf Berliner Ebene gemacht? Wir haben mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen einen Pakt geschlossen und gesagt, ihr sozusagen macht jetzt ein Versprechen, für das nächste halbe Jahr wird niemand die Wohnung gekündigt, wenn er wegen gestiegener Energiepreise in die Schuldenspirale reinkommt und die Miete nicht bezahlen kann. Und das heißt, für Menschen in 360.000 Wohnungen gibt es jetzt erstmal das nächste halbe Jahr eine Sicherheit. Und dann fragt man natürlich, was ist jetzt mit denen in privaten Wohnungen? Da kann ich nur sagen, auch an die Adresse von Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Ich kann Ihnen nur wärmsten empfehlen, sich diesem Pakt, diesem Wohnungskündigungsmoratorium anzuschließen. Ansonsten liefern Sie nur ein weiteres Argument für die Vergesellschaftung, weil mit öffentlichen Wohnungsunternehmen, da können wir auch als Land steuernd eingreifen. Frau Kipping, ich habe vor wenigen Wochen gelesen, dass Land Berlin denkt darüber nach, im Winter jetzt Wärmehallen möglicherweise. Keine Wärmehallen, das wäre energetisch und auch also einfach für die Lebenspraxis falsch. Was wir aber machen, ist ein Netzwerk der Wärme. Das habe ich mit initiiert und angestoßen und gesagt, wir haben hier in Berlin ganz, ganz viele Begegnungsorte, Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser und so weiter. Und in dieser Krise sagen wir nicht, nett, dass es euch gibt, aber ihr seid nicht systemrelevant, sondern wir sagen das Gegenteil. Gerade diese Orte müssen wir jetzt stärken, weil drohende Armut,
führt Menschen in die Vereinsamung. Und da müssen wir dagegen wirken. Und das Schöne ist, dass ich auch schon weiß von Gesprächen mit Kirchen, mit Bischöfen, mit den Handwerkern, mit Kulturinitiativen, dass auch neue Akteure sagen wollen, wir wollen unsere Tore öffnen, dass einfach Menschen tagsüber miteinander ins Gespräch kommen. Sei es, indem ein Kursangebot gemacht wird, ein Kulturangebot oder einfach ein Pausenraum geöffnet wird und man bei einer warmen Tasse Tee sich austauschen kann. Und wir als Land Berlin unterstützen das mit. Letzte Frage zu diesem Komplex. Ist das denn noch aktuell? Weil wir vom Bund jetzt hören, die Gasspeicher sind doch besser gefüllt, als man dachte. 92%, glaube ich, ist im Moment der aktuelle Stand. Kann man da ein bisschen Entwarnung geben? Nein, das Netzwerk der Wärme ist ja auch ein Netzwerk der Begegnung und des Austauschs. Und da es ja nach wie vor eine große Verunsicherung gibt und Armut am Ende immer dazu führt, dass es zu einer Kontaktarmut kommt und am Ende sich das Leben auf die eigene Wohnung reduziert. Und wenn die dann auch noch kalt ist, haben wir das Schlimmste aller Welten. Und deswegen, gerade nach 2 Corona-Wintern, brauchen wir jetzt mehr Begegnung, mehr Austausch, auch mehr Zugang zur Sozial- und Energieberatung. Und deswegen geht es uns darum, eher so einen Spirit auszustrahlen. Gemeinsam kommen wir besser durch diese schwere Zeit. Frage ganz frisch reingekommen von Tracker über YouTube, über ein Thema, was viele auch interessiert, nämlich den Umgang Ihrer Partei mit Russland. Was wäre Ihr Umgang mit Putin, liebe Frau Kipping, wenn Sie Bundeskanzler wären? Bundeskanzlerin muss es heißen. Würden Sie die Ukraine eher mehr oder eher weniger unterstützen? Also ich denke, wir haben hier in Berlin gezeigt, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass Berlin sowohl mit dem, was die Verwaltung geleistet hat, was Freiwillige und Zivilgesellschaft geleistet haben, das war ja nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern das war auch eine klare politische Botschaft an Putin. Wir stehen hier zusammen gegen den Krieg von Putins Regime an der Seite der Menschen, die fliehen müssen. Und das ist natürlich auch eine Unterstützung für diejenigen, die noch in der Ukraine kämpfen müssen. Die Sicherheit, dass ihre Liebsten, womöglich die pflegebedürftigen Eltern, hier auch gut versorgt sind. Und wir haben auch als Stadt Berlin im Rahmen unserer Möglichkeiten auch Spendenbrücken mit organisiert, wo auch Hilfsgüter dann in die Ukraine gegangen sind. Also das war immer eine gute Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung in dieser Frage. Und deswegen A, Unterstützung für die Ukraine ganz praktisch. Und B, würde ich sagen, finde auch, dass die Sanktionen noch mal daraufhin verschärft werden müssten, dass man wirklich die Oligarchen trifft und das Instrument Beschlagnahmung von Yachten, von Mietobjekten, von Putins Freunden. Da geht womöglich noch mehr. Sie würden also die Sanktionen, die bis jetzt da sind, beibehalten und eher noch verschärfen? Genau, und zwar zielgenauer, dass es Putins Freunde und die Oligarchen trifft. Trotzdem, der Punkt, der ja auch noch in Rede steht, sind Waffenlieferungen. Da hat die Linke ja eine andere Position als die meisten anderen. Genau, und ich bin an der Stelle froh, weil ich da eine innere Zerrissenheit habe bei diesem Thema. Da ich jetzt gerade nicht mehr in der Bundespolitik bin, habe ich all meine Energie darauf konzentriert, was können wir auf Landesebene ganz konkret tun, um Ukraine Kriegsgeflüchteten zu helfen und um mit Spenden und praktischen Maßnahmen zu helfen. Und die andere Frage, da geht es mir ein bisschen wie meiner Landesvorsitzenden Katina Schubert, die da eine innere Zerrissenheit hat und sagt, man weiß, einerseits braucht es Waffen, andererseits ist es eine schwierige Sache. Aber wie gesagt, mein Feld ist gerade die Landespolitik. Und da tun wir, was geht, an praktischer Unterstützung. Ja, aber Sie sind auch ehemalige Bundesvorsitzende der Linken und sind ja auch in der Partei weiter aktiv. Und da fällt, in der Berliner Linken weiter da aktiv. Fällt, genau, da fällt jetzt diese Woche noch mal auf, dass sich Sarah Wagenknecht aktuell zu Wort gemeldet hat, Weser-Kurier, und sie sagt, wahrscheinlich hätte der Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft und die Umsetzung des Minsker Abkommens den Krieg verhindern können. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich ausdrücklich nicht so. Und ich würde sagen, das ist ein Thema, um das sich die Fraktionsspitze kümmern muss. Ich bin jetzt aktiv in der Berliner Linken und wir gehen den Berliner Weg und den gehen wir zusammen. Und der heißt solidarisch an der Seite der Ukraine-Kriegsgeflüchteten. Was meinen Sie damit kümmern? Ja, das, die müssen da klären und klarstellen, was die Position der Bundestagsfraktion ist. Ja, jetzt heißt es aber, Frau Wagenknecht soll auch noch energiepolitische Sprecherin werden. Das schreibt der Spiegel. Finden Sie das gut? Auch da muss ich sagen, das ist ein Thema, wo ich froh bin, dass es nicht mehr in meine Zuständigkeit fällt, sondern das fällt ganz klar in die Zuständigkeit der Fraktionsspitze in der Bundestagsfraktion. Ich habe hier 24 Stunden am Tag damit zu tun, sicherzustellen, dass Berlin sozial gut durch diesen Krisenwinter kommt, durch den Winter der Energiearmut. Da geht jetzt all meine Energie rein und da kann ich auch produktiv wirken. Dann kommt die nächste Frage jetzt mal, die Sie, glaube ich, schon direkt betrifft. Hart
X-Black hat über YouTube gefragt. In letzter Zeit wird die Regierung samt Opposition eigentlich stark kritisiert. Was können Sie jungen Menschen sagen, um sie in der heutigen Zeit dennoch von der Linken als Partei zu überzeugen? Ich finde, in Berlin sieht man ganz praktisch, die Berliner Linke ist eine Partei für die Sozialproteste, die auch was bewirken. Zum Beispiel, dass die Gasumlage wegkommt. Aber auch ein Ansatz in der Landesregierung, so viel wie möglich rauszuholen an sozialen und ökologischen Fortschritt, dass das ganz wunderbar zusammengeht. Und wenn man mit diesem Gestus mitmachen will, ganz konkret im Hier und Jetzt das Bestmögliche rausholen und zugleich immer wieder auch darüber nachzudenken, wie man die Karten komplett neu mischen kann, dann würde ich an alle hier in Berlin sagen, kommt doch mal bei der Berliner Linken vorbei. Jetzt gibt es Fragen zu Ihrer ganz konkreten Politik hier in Berlin. Ja. Cool Opzo hat über Twitter geschrieben. Warum das ist ja immer lustige Namen, oder? Ja. Warum gibt es kein 9-Euro-Ticket und stattdessen eine dreimal teurere Variante, die sich immer noch nicht alle leisten können? Man muss dazu sagen, Berlin war ja Vorreiter, hat jetzt schon mal vorgelegt, einen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket oder eine Zwischenlösung. Und jetzt ab 1. Oktober können die Berlinerinnen und Berliner für 29 Euro weiter den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Also man muss sagen, dass Berlin das Bundesland ist, was damit auch übrigens bundesweit Druck ausgeübt hat, dass andere Länder überhaupt eine Nachfolgelösung fürs 9-Euro-Ticket ermöglichen. Wir sind aber da echt auch zu teuer, glaube ich, ne? Also natürlich wäre uns ein 9-Euro-Ticket lieber gewesen, aber wir sind ja auch in einem Verkehrsverbund mit Brandenburg zusammen und mussten dafür dort auch Mehrheiten bekommen. Aber ich will nur mal sagen, 29 Euro ist im Vergleich zu dem, was sonst ein Monatsticket kostet, also mehr als eine Halbierung des Preises. Und man muss sagen, Berlin ist seit Jahren Vorreiter, weil bei uns gibt es ein Sozialticket für 27,50 Euro für Berlin-Passinhabende. Und ich persönlich auch habe sehr darum gekämpft, dass es jetzt auch nochmal für die Berlin-Passinhabende eine deutliche Reduktion gibt. Und diese Woche kam dann auch der Beschluss vom VBB, dass ab 1.1. das möglich ist. Und das heißt, die gute Nachricht ist, dass es auch für die, also wir haben ja über 500.000 Berlin-Pass-Berechtigte, die nicht Schülerinnen sind, und die kommen dann auch noch mal eine Reduktion beim Sozialticket, die wir für sie erstritten haben. Und am liebsten wäre mir immer ein gebührenfreier ÖPNV, aber ich will nur mal sagen, dass Berlin hier mehr macht und vorangegangen ist und mehr macht als alle anderen Bundesländer. Darf ich noch mal nachfragen? Sie hatten ja, glaube ich, ein sozial gestaffeltes Ticket gefordert. Ist es damit erreicht? Na, wir wollen das für die bundesweite Nachfolgelösung für die gesamte Bundesrepublik. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das am 4.10. rauskommen soll. Ich weiß, dass Berlin das eingebracht hat in die Verhandlungen, ob das die anderen Bundesländer auch mittragen. Aber ich kann sagen, für Berlin haben wir über den Beschluss des Verkehrsverbundes jetzt, dass dann zum 1.1. eine Reduktion kommt. Und nochmal, um auch zu sagen, was wir da an Geld in die Hand nehmen. Allein dieses 29-Euro-Ticket für 3 Monate kostet das Land Berlin über 100 Millionen Euro. Und es war eine bewusste Entscheidung für eine Entlastungsmaßnahme, auch für Menschen mit mittleren Einkommen. Unangenehmes Thema, Klaus T. über Twitter. Wann ist mit einer Wiederholung der Berliner Senatswahlen zu rechnen? Da hat es ja Unregelmäßigkeiten gegeben und jetzt ist es in Verhandlungen. Und das Berliner Gericht, das zuständig ist, hat jetzt schon mal so durchscheinen lassen, dass das in Richtung Neuwahlen gehen könnte. Na, es wird, wenn, dann eine Wiederholungswahl geben. Wann genau der Termin ist, liegt daran, wann das Gericht es entscheidet. Aber spätestens, wenn es diese Entscheidung fällt, wird es in 180 Tagen der Fall sein. Das ist, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist schon auch eine sehr bemerkenswerte Situation, weil ich habe noch mal nachgeschaut oder nachgeforscht, hat es das schon mal gegeben? Das letzte Mal vor rund 100 Jahren in Berlin eine Wiederholungswahl. Also so ein Ereignis hat es noch nicht gegeben. Wir sind dann also Zeuginnen oder Teilnehmende eines Jahrhundertsereignisses. Stellen sich unglaublich viele ganz konkrete praktische Fragen. Da das eine reine Wiederholungswahl ist, bin ich keine Kandidatin und werde deswegen einfach jeden Tag als Sozialsenatorin nutzen, damit Berlin gut sozial durch diese Krisenzeit kommt. Aber es wäre wirklich ein nie dagewesener Vorgang, das sagen Sie selber. Ja, auch eine ganz andere Ausgangsposition gegenüber dem ursprünglichen Wahltermin. Und verantwortlich wäre dafür ja der Berliner Innensenator, der damalige Andreas Geisel. Wäre der noch zu halten, Ihrer Meinung nach? Also wer dafür am Ende verantwortlich ist, das müssen die Kommissionen, müssen Gerichte entscheiden. Ich kann nur sagen, bisher bin ich im Senat gut damit gefahren, dass ich mit allen Senatorinnen da
Zusammenarbeit, um so viel wie möglich rauszuholen. Und die Einschätzung überlasse ich dann Gerichten und Kommissionen. Es gibt eine Abschlussfrage an Sie von Wolfi über Twitter. Ich weiß, schreibt Wolfi, es passt nicht in Ihr Ressort, aber sehen Sie irgendeinen Weg, Frau Kipping, das nahezu chronische Behördenversagen von BER bis Wahldebakel in Berlin zu beenden? Naja, also ich will noch mal die Frage hinterfragen, weil ich habe erlebt, dass jemand, der jetzt vor reichlich 9 Monaten dazugekommen ist, dass Berlin so viel besser ist als sein Ruf. Und dass der Ruf so schlecht ist, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Berliner Eigenart. Hier sagt man ja, nicht gemeckert, ist schon total übergeschwänglich gelobt. Aber Berlin ist in so vielen Sachen ein Vorreiter. Ja, wir haben für Schülerinnen kostenfreies ÖPNV-Verkehr. Wir haben das Sozialticket in besonderem Maße. Berlin bietet das Mittagessen in den Schulen jetzt kostenfrei. Wir haben in vielen anderen Richtungen wirklich Standards gesetzt. Und bei der Wahl sind echte Fehler passiert. Und auch hier jetzt, dieser Senat, sehr akribisch arbeitet das aus und hat sich verständigt, was wir alles in die Wege leiten müssen, damit das sich so nicht wiederholt, sondern dass man echt aus diesen Fehlern lernt. Und wenn man sich nur mal anschaut, wie wir allein als Berlin mit dem Umstand umgegangen sind, dass über Nacht quasi Zehntausende jeden Tag am Berliner Hauptbahnhof angekommen sind, ohne irgendeinen zeitlichen Vorlauf, und wie das Berlin gewuppt hat im Zusammenspiel Verwaltung und Freiwillige, finde ich, haben wir doch schon mal bewiesen, Berlin kann auch Krise. Frau Kipping, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind am Sonntagabend in schwierigen Zeiten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und ich danke euch für eure zahlreichen Fragen. Wir bleiben weiter dran. Nächste Woche kein Bericht aus Berlin und auch kein Bericht aus Berlin extra übrigens, denn da geht es hier um die Landtagswahl in Niedersachsen, natürlich auch unter den Einflüssen der Krise, der Energiepreise und des Krieges in der Ukraine. Aber wir sehen uns wieder, bleiben für euch dran. Danke.